Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Hallo an alle, die zuschauen und auch alle, die die Wiederholung anschauen. Willkommen hier zu meinem Thema, meine Erfahrung mit SMWS, The Scotch Malt Whiskey Society. Erstmal ein paar Begrüßungen sind jetzt hier einfach mal angebracht. Oh, ich habe das alte Profil noch hier drauf. Einen Moment. Wir machen das doch so, wie ich das kenne und habe gern. Huhu, wenn er weiter. Heute sagt er verlängert, fress ich einen Besen. So, schmeckt nicht, lass das lieber. Moin, moin. Guten Abend allerseits. Ich könnte mir tatsächlich fast schon vorstellen, dass Jason seine SMWS-Mitgliedschaft verlängert. Ich überlege selbst auch noch. Einen schönen guten Abend. Interessant, wie die Leute schon anfangen zu rätseln, denn da. Gemessen an der Zahl der Flaschen, die aus einem Single Cask abfüllen werden kann, hat die SMWS für mich nicht zu wenige Mitglieder. Also Stefan hat schon hier eine Glen Scotia, ein SMWS 93, diesen Zahl habe ich mir auch schon gemerkt. Punkt 127, Sea Town Funk You Up. Naja, über Namen reden wir gleich und Tasting Notes auch aus meiner Sicht. Guten Abend zusammen, Gerhard. Fabi sagt Hallo. Hab den neuen Ardmore 97, SMWS 66. Diesen Zahl habe ich auch mir fast gemerkt. 1,68 Wafts you to heaven im Glas. Wow. Torsteli, schön dich zu sehen. Abend auf einen tollen Livestream. Florian, guten Abend in die Runde. Matthias, Mahlzeit. MTB, guten Abend. Tino, Grüße. Und Scotch Lord, Moinsen zusammen. Schön. 30 Leute schauen jetzt hier schon zu. Ich habe hier vor mir mein SMWS-Glas, wie es sich gehört. Also, das kann man hier fast sehen. Autofokus ist aus, aber ich glaube, das ist das alte Logo dann da. Und ich habe, weil ich es nicht so anfangen wollte, habe ich hier eine Flasche. Ich habe hier eine Flasche. Ich habe hier eine Flasche. Ich habe hier eine Flasche. Und ich habe hier eine Flasche. Und ich könnte noch viel mehr dazu tun, aber ich wollte diese fünf Farben einfach mal ganz kurz zeigen, denn das sind die fünf Farben, die ich tatsächlich hier vom SMWS probiert habe. So, meine Erfahrung mit SMWS. Diese Flasche kommt weg und ich werde gleich ein bisschen davon erzählen hier. Was ist das hier? Das ist ein Siebener, interessant. A Rummage in a Handbag, also 7,231. Das hier ist eine Longmorn. Und Longmorn mache ich sehr gerne und deshalb schenke ich mir ein bisschen was ein. Alle die Flaschen sind schon verteilt, also alle, die was haben wollen, sorry, wird nichts, aber so ist das. Was haben wir hier? Whisky News. Oh, ein neuer Channel für mich. Interessant, wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Sehr schön. Also, Abend sagt Duki, Jürgen Reif auch mal kurz vorbeigeschaut. Eigentlich ist er bei Mareike. Kannst auch gerne da bleiben, wenn du möchtest. Also, sie braucht mehr Unterstützung als ich zurzeit, sage ich mal. Also, Tobias, Grüße aus Luxemburg. Schön, dich hier zu sehen, Tobias. Matthias, guten Abend. Habe Pretty in Pink im Glas. Interessant. Werner sagt, hab ein Laphroaig Lore im Glas. Sehr gewöhnungsbedürftiger Rauch. Okay. Und auch Cheers aus dem Saarland. Holger, schön dich hier auch zu sehen. Sehr, sehr gut. Also, ich habe ein kleines Zettelchen gemacht, wo ich mich an Land hangeln wollte. Ich war in Bremen bei der Bottle Market Ende November. Und ich gehe mal zu SMWS-Stand, denn da mache mit Tom ein Video über SMWS, wie ich bei jedem Stand so mache. Das ist einfach mein Ding, ja? Also, wenn ich am Messen bin, gehe ich hin, interview die Leute. Tom Glass war dann da. Er hat einfach mal ein Linkwood, irgendwie 7, 26 Jahre alt, Old and Dignified. Wir haben sogar daraus getrunken. Und das war einfach schöne, gute Sache, hat Spaß gemacht. Er sagte, bist du Mitglied? Ich sage, nein. Er sagte, willst du Mitglied werden? Ich sage, nein. Und ich bin fast im Weggehen. Und dann schnackt er dann hier mit der Vertreterin vom SWS. Und Dominik, schön, dich hier zu sehen. Longmore ist eine der Geheimwaffen vom SWS. Also darüber spreche ich auch gleich einmal. Und die haben gesagt, hier Jason, ich schenke dir eine Mitgliedschaft. Also ich habe für meine Mitgliedschaft nichts bezahlt. Ich habe mittlerweile 16 verschiedene Flaschen vom SMWS gekauft. Die könnt ihr alle unten in der Beschreibung bei YouTube lesen. Die sind alle denn da.
Ihr könnt die einfach mal so sehen und ihr könnt sie einfach mal auch dann sozusagen mitlesen und schauen, was sie alles denn bisher im Glas hatte. Ich habe vieles andere auch schon im Glas gehabt und da sieht ihr einfach mal, die sind alle aufgelistet, denn da ein 35, 39, 54. Einfach meine Einkaufsliste habe ich da reingetan. Einfach Copy and Paste hier von meiner. Schön, Jürgen, dass du dabei bist. 50 Leute, wow. Habe ich einfach mal hier tatsächlich alles einfach Copy and Paste von meinen Rechnungen da reingefügt, damit ich weiß, was das ist. So, und dann habe ich dieses Geschenk bekommen und sagte, toll, Dankeschön. Und ich habe dieses Geschenk mitgenommen, zu Hause ausgepackt und da ist ein Code da drin. So, mit dem Code geht man online bei einer Sache, das heißt smws.com, alles praktisch auf Englisch erst einmal. Und man muss diese Code eingeben. Ich gebe meinen Code ein, funktioniert nicht. Naja, kann so passieren, ja? Also, das ist nicht der Grund, warum ich SMWS abgeneigt bin, aber es hat schon ein paar Tagen gedauert, bis endlich alles dann geklappt hat mit meiner Anmeldung. Auch der Anmeldung in sich ist ein bisschen, ach, ich bin ein bisschen wussy hier, ja. Ich bin ein kleines bisschen hier wie ein Kartoffelheld. Ist ein bisschen kompliziert. Erstmal muss man einfach entscheiden, was will man? Will man nur Mitglied sein? Möchte man ein Mitglied sein mit Flaschen am Anfang? Möchte man ein Mitglied sein mit ein kleines Paketchen haben? Möchte man ein großes Paket haben. Man muss erstmal sich entscheiden können. Wenn man sich mit der Materie gar nicht so auskennt, man möchte nur Mitglied werden, dauert es, bis man einfach durchentscheidet. In meinem Fall, ich sage, oh, ich will keine Flasche haben, ich will nur Mitglied werden. Gut, habe ich gemacht, habe ich getan. Also auch schön hier, Carsten, dich zu sehen. Sehr, sehr gut. Also ich nehme an, dass die meisten Leute, die hier zuschauen, kennen SMWS. SMWS ist immer Fassstärke, ja. Also das ist immer Einzelfassabfüllung, bis auf ein paar Blends, die sie rausbringen, ist eigentlich immer Single Malt Scotch Whisky, bis auf ein paar Exoten, die sie rausgebracht haben aus Amerika und andere Länder. Und die haben ein bisschen jetzt hier mit Cognac und Rum und Gin und so weiter, was ich gar nicht so gut finde. Aber das bin ich. Hey, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Sehr schön, Luna. Gut, dich auch hier dabei zu sehen. Gestern war cool, fand ich. So, ich habe mich endlich angemeldet. Ich habe meine Erstbestellung aufgegeben. Und da ist das erste Problem, was ich natürlich habe, ist, auf jeder Flasche steht Zahlen. Da steht keine Distillerie. Also 7 steht dann für Longmorn, 66 Grad steht für Ardmore, 1 steht für Glenfarclas, 69 steht für Glen Scotia. Man kann das wunderbar googeln. Man kann auch den App von Whisky Bubbler nehmen, um dann dort alles zu sehen. Alles okay. Die haben ein Konzept und das Konzept an sich finde ich nicht schlecht. Also das Konzept ist praktisch hier mit diesen Farben, die habe ich auch hier von Tom Glass bekommen. Also anhand von diesen Farben weiß man, was man hat. Also hier oben habe ich zum Beispiel diese Farbe hier und ich weiß, dass ich hier ein Juicy Oaken Vanille habe. Ich habe eine dunkelblau, dann habe ich eine Oily and Coastal. Und dann gehe ich Richtung Grün, kein grüne Flaschen für Jason, weil die halt eben. Mein Weißabgleich ist nicht schön, weil ich weiß, dass die alle immer peated sind. Peated ist so für kleinen Jasons nicht unbedingt das Allerschönste. Wir haben lightly peated, wir haben peated und wir haben heavily peated. Also nicht unbedingt das, was ich immer möchte. So, und dann haben wir hier mit Blau, habe ich schon erwähnt. Und dann geht es hellblau, light and delicate. Davon habe ich, glaube ich, keine gekauft. Die Flasche, die alle denn haben wollen, ist old and dignified. Die habe ich gar nicht gekauft, weil die arg teuer sind. Dann haben wir Deep Rich and Dried Fruits. Da habe ich eine Flasche davon. Das ist diese Farbe hier. Die habe ich tatsächlich gekauft. Wir haben Spicy and Dry. Das ist diese Flasche hier. Da habe ich einige davon gekauft, habe ich gemerkt. Da habe ich, glaube ich, insgesamt 6 oder 7 davon gekauft. Wir haben Spicy and Sweet. Die Flasche hatte ich gerade in der Hand gehabt. Also. War das die hier? Spicy and Sweet, genau, das war Spicy and Sweet. Wir haben hier Young and Sprightly, habe ich auch nicht gekauft. Also, das sind die ganzen Geschmacksprofile, damit man anhand von den Profilen kauft und nicht anhand von irgendwelchen Distillerien. Tobias gibt schon an hier. Von denen habe ich nur ein paar.
Also, ihr könnt einfach mal hier lesen. Ja, also 16 Stück habe ich gekauft seit Ende November, also Anfang Dezember 2019 bis jetzt. Also, Luna trinkt mag Gin, das ist sehr, sehr gut. Und genau, sehr, sehr schön. Und diese Geschmacksprofile, das, was mich ein bisschen genervt hatte, war erstens, die haben oft nicht gestimmt. Also aus meiner Perspektive. Und zweitens auch, denn da war dieses, in meinem Gehirn gab es noch diese, ich sag mal, diese Legende. Diese Legende von einem Tasting Panel. Und diese Tasting Panel besteht aus 6+ Leute. Und diese Leute müssen alle Ja sagen, bevor ein Whisky auf den Markt kommen kann. Also, wenn diese Leute alle Ja sagen, dass dieser Whisky gut ist, boom, kann auf den Markt kommen. Aber wenn einer davon Nein sagt, zumindest war die Legende bei mir so im Kopf, wird er zurückgestellt, wird er ein Finish bekommen, wird irgendwas damit gemacht, sodass diese Whisky dann die Qualitätsstandards hier von denn da der SMWS dann tatsächlich erfüllt. Es gab diese Flasche hier, das war ein. Nummer 12. Nummer 12 war, und das habe ich vergessen, das muss eigentlich ein Ben Riach sein. Das ist hier Ben Riach, also 1236, Easy Drinking and Moorish. 10 Jahre alte, der wurde tatsächlich mit 58,7% abgefüllt. Der hat diese interessante Geschmack hier mit Spicy and Oak. Absolut sollte mein Profil sein. Und bei diesen Flaschen habe ich den Glauben an den Tasting Panel verloren. Diese Flasche finde ich einfach mal so unterirdisch schlecht. Zum Glück hatte ich hier eine gleiche Packung hier, der Nachfolger davon, der 7.232 hier von Longmont, der war himmlisch gut. Aber da war einfach mal dieses Gedanke bei mir, nein, es muss mir nicht immer passen, aber das ist nicht moorisch. Moorisch heißt, ich will unbedingt mehr trinken. Und diese Whisky war alles andere als meine Vorstellung von, was ein guter Whisky sein könnte und sein dürfte. So, weiter geht es hier bei mir mit meinen Problemen mit den Namen. Manche Leute finden diesen Namen vom SMWS cool, ja? A rummage in a handbag. Warum nicht? Also, wir haben hier a Fruity Perfumery. Übrigens, sie haben Labels geändert. Es war auch hier absolut doof. Du kannst gar nicht hier lesen, was für eine Zahl hinter dieser dunklen Lila verbirgt. Also, die neuen Labels, super. Alten Labels, naja, gewöhnungsbedürftig oder verbesserungsfähig, sage ich einfach mal. Ein anderer Name hier war G-Tie Me Cardigan. Was in aller Welt soll das hier bedeuten, ja? Also, Mikardien kenne ich, aber ein paar Sprüche da drauf kenne ich nicht. Ja? Dessert Tipperisch, also per Petrichor Brûlée, also auch das. Also damit kann ich null anfangen. Und ich bin Muttersprachler, ja? Also ich bin kein schottischer Muttersprachler, aber solche Sachen. Und dann kommen wir zu unseren Tasting Notes. Wenn man auf der Webseite hier geht vom SNWS, also ich bin da und ich werde es einfach mal zeigen, da haben sie momentan einfach mal hier ihre Summer Solist Outturn und die haben alle ihre Spirit Animal. Naja, manche Leute mögen das, manche Leute mögen das nicht. Ich mag das persönlich nicht. So, ich gehe hier hin und ich tippe einfach ein unser 7.231 und dann suche ich mal hier danach und ich habe Rummage in a Handbag und ich habe More Info hier und dann kriege ich einfach mal unsere Tasting Notes. So, diese Tasting Notes sind natürlich sehr umfangreich, erstens. Und zweitens, die widersprechen sich oft. Also der eine sagt süß, der andere sagt dann bitter. Einer sagt sauer, der andere sagt dann hier von mir aus irgendwas anders. Warum? Weil halt eben jede Person in der Tasting Panel schreibt seine eigenen Notizen auf und die werden zusammengefügt hier. Kann man natürlich machen, aber manchmal finde ich diese Tasting Notes hier absolut nicht hilfreich. Und meistens auch für mich eher verwirrend. So, ja genau, Whiskey Outturn, 1 von 15 Flaschen. Also ich glaube schon, dass das mehr als 15 Flaschen waren dabei. Aber auch da, der Webseite stimmt nicht immer, sage ich mal ganz ehrlich. Ich habe versucht, häufig First Fill Bourbon Fässern oder Second Fill Bourbon Fässern zu bekommen, sodass einiges hier von meinem Distillery-Charakter noch da ist. So, ihr Spirit Animal war ein Kormoran. Vögel finde ich eher unheimlich. Genau, also ich könnte null mit den Spirit Animals damit was anfangen, ja.
Mir sind Flaschen egal. Hauptsache, der Inhalt schmeckt. Ja, da kommen wir noch dazu. So, auch die SMS hat hier Probleme mit dem Nachschub, genau wie andere Independent Bottlers. Probleme der großen Nachfrage. Auch das ist absolut wahr und absolut richtig. Und ich habe einfach mal, ich habe es verstanden, dass das auch ein Problem ist. Wenn man anschaut, also ein 15 Jahre alte SMS ist schon außergewöhnlich zur Zeit. In der Zeit, wo ich Mitglied war, also das heißt vom Dezember 2019 bis hin zu Juni, also gehen wir einfach zum Mai. Also die Juni-Outturn war sowieso mit unserer Festival-Outturn war eine Katastrophe. Ja, lassen wir zur Seite, aber gut. Der Durchschnittsalter von den Flaschen da drin waren 10, etwas Jahre alt. Für ein ganzes fast halbes Jahr. Also das ist schon nicht der Grund, warum ich bei einer unabhängigen Abfüllung sein muss, um 10 Jahre alte Whisky zu kaufen. Ja, es gab Olden Dignified für 200, 300 €, die man kaufen kann. Aber ich kann bei aller anderen unabhängigen Abfüllung für das gleiche oder weniger Geld auch solche alte Flaschen bekommen. Ich, Whisky Jason, bin nicht bei SNWS denn da, um solche alte Flaschen zu kaufen. Ich bin dabei, einfach von ihren legendären Palette hier bei den Tasting Panel davon zu profitieren, weil jede Flasche, die rausgebracht wurde, haben alle denn diesen Testkriterien bestanden. Und deshalb habe ich gedacht, wow, das muss gut sein. Naja, so ist das. Sehr gut. Weiter geht's hier. Wir haben über unsere Zahlen gesprochen, die kann man irgendwie herausfinden. Flavor Profile stimmt auch nicht mehr. Oft habe ich die blaue Errichtung ein Spicy genannt, das Spicy eher Juicy und so weiter. Ich wurde oft bestätigt, dass das vielleicht auch ein bisschen könnte in beiden so sein. Ist mein Problem, nicht deren Problem. Aber wenn man das tatsächlich als Verkaufsargument hat, finde ich das ein bisschen nicht so gut. So, man bezahlt in Pfund. Naja, kann man machen. Ich weiß es nicht. Ich gehöre zur EU. Ich bin in Europa. Also, warum, wenn man fast 2000 Mitglieder bei SNWS, glaube ich, in Deutschland hat, warum hat man nicht damit, macht man das nicht hier tatsächlich mit Euro? In Amerika geht das. Also, SNWS in Amerika wird in Dollar bezahlt. Also, warum kann man das nicht hier machen? Ja, also. Schauen wir mal. Okay. Ich habe eine Lieferung abgegeben. Ich wurde benachrichtigt, dass es verschickt wurde. Und dann blieb es dann für 10 Tage lang in Glasgow hängen oder Edinburgh. Ich bin nicht sicher, welche davon. Und dann habe ich irgendwann angerufen, da habe ich ein E-Mail hingeschickt und bitte rufen Sie an. Also ich liebe es. Also ich schicke ein E-Mail hin, bitte rufen Sie an. Also warum gibt es überhaupt E-Mail-Möglichkeiten, wenn du nicht diese E-Mail beantworten kannst? Also meine Erfahrung wieder mit SMS. Dann kam einfach mal eine nette Dame an das Telefon. Die Leute sind absolut obernett da. Also Punkt. Also wenn du jemanden am Telefon hast, tun sie alles, um dich wieder glücklich zu machen. Und es stellt sich heraus, dass mein Paket wurde fälschlicherweise versandt. Also nicht in Wahrheit, aber wurde im Computer Store vermerkt. Und ja, die Flasche haben sie nicht gehabt. Haben sie mich kontaktiert? Nein. Also, dann haben sie, ich habe glaube ich 55 Pfund dafür bezahlt und sie haben angeboten, mir irgendeine Flasche für 70 Pfund als Erstattung zu geben. Nun, jetzt kommen wir zu das Krux, also das Problem, was wir hier tatsächlich bei SMWs haben. Und das ist hauptsächlich aus meiner Sicht dieses Outturns. Das heißt, einmal Freitagmorgen, meistens Anfang des Monats, wird einfach die Flaschen in den Suchmaschinen, in den Online-Shop geworfen. First come, first serve. Also genau wie bei mir mit meiner Flaschenteilung-Gruppe. Also ich verstehe den Ärger, was viele Leute haben. Heute habe ich zwei Flaschenteilungen gemacht. Einmal ein Set hier bei Best Rams für Online-Tasting. Einmal hier der Glengarry Renaissance 1 bis 4, Chapter 1, 2, 3 und 4. Und das waren beide jeweils weg in 20 Minuten. Und wenn man gerade eben, sage ich mal, mit den Kindern am Spielplatz war, kommt nach Hause und sagt, Scheiße, also schon vorbei, ärgert man sich. Und genau eben das Problem, was ich schon habe, hat SNWS schon lange. Und das heißt, wenn du eine Ersatzflasche haben darfst, hast du nur die Reste, was niemand anders haben wollte.
Das war natürlich eine Hyper-Hyper-Flasche, die ich haben wollte. Eine von den guten und natürlich nicht mehr da. Und deshalb dürfen wir was anderes aussuchen. Auch da wurde nicht unbedingt empfohlen, irgendeine Ersatzflasche, sondern schauen Sie online und dann melden Sie sich. Ah, gut, so ist das denn da bei SMS. Gut, die Bestellung kam irgendwann an. Lieferung dauert natürlich immer ein bisschen aus der UK. Es ist nicht Amazon, das ist alles okay. Ja, viele, viele Leute. Es gibt auch deutschsprachig ein SMWS Appreciation Group. Und dort habe ich ein bisschen mit ein paar Leuten versucht, Kontakt aufzunehmen. Was mache ich hier verkehrt? Was könnte ich anders machen? Irgendwie habe ich eure Erfahrung mit SMWS nicht. Und natürlich, die Leute haben gezeigt, ihre 28 Jahre alte Old Dignified Flaschen und sagen: Hier, SMWS ist genial. Wie ich schon erwähnt habe, wenn ich 200 bis 300 Euro für eine Flasche ausgeben will, kann ich woanders das machen. Ich muss das nicht bei SMWS machen. Gut, da wurde ich ein kleines bisschen, ich sage mal, ich habe das Gefühl, dass mir nicht geholfen wurde. Vielleicht haben Leute versucht, mir zu helfen, insbesondere eine Person, der mir sehr stark ermutigt hat, hier war der Steffen Buse, der auch im Chat war, hat mir einige gute Tipps gegeben und ich möchte ein paar von diesen Tipps auch weitergeben. Ein Tipp dabei ist, es gibt einige Flaschen hier dabei, wo der Alkoholgehalt weit über 60% ist. 62, 63, 64, sogar höher. Also diese Flaschen sollst du möglichst vermeiden. Oder meiden, ja. Also hat er nicht genug Zeit gehabt mit der Angel Share, wurde wahrscheinlich höher abgefüllt als mit 63,5% sowieso. Diese Flaschen muss man nicht haben. Also auch versuch mal ein bisschen hier zu schauen, welche Fässern möchtest du haben. Möchtest du Weinfässern? Möchtest du Sherryfässern? Möchtest du Portfässern? Möchtest du First Fill oder Second Fill Bourbon? Schau genau hin, bevor du genau denn da etwas bestellst. Und schau ein bisschen hin zum Profil. Die Profile stimmen meistens. Also ich kann das nur sagen, meistens stimmen sie. Nicht immer, aber meistens schon und das ist auch alles okay. So, was haben wir hier? Genau, was haben wir hier? Hi! Irgendwie hat mein Ding hier ganz kurz aufgehängt. In Holland SMWS Mitglied werden. Geht das nicht mehr? Die haben den Euro. Wusste ich nicht. Also Rainer sagt Moin Jason, Hallöchen. Jetzt, genau, oh, Rainer, genau, okay, offenbar ist Mareike vorbei und sie kommen jetzt zu mir. Ich habe jetzt einen Schub nach oben gemacht, das stimmt. So, Alkoholsteuer in UK, darum nicht so viel Alkohol bei Volumen, genau, vielleicht ist das hier. Was haben wir hier? Genau das Problem hatte ich auch bei meiner zweiten Bestellung. Schöne Abfüllung ergattert, gleich bestellt. Eine Woche später kam die E-Mail ausverkauft. Ja, das ist natürlich doof. Julian, hi, Barrels and Cask, guten Abend. Hat das was mit dem Brexit zu tun oder ist nur ein wenig ignorant der europäischen Markt, die Euros nicht bieten zu können? Ich bin da uninformiert. Michael, schön dich hier zu sehen. Gut, Artbeck sind sowieso sehr stark bei SMWS begehrt, das stimmt, aber das trifft mich nicht, wie man alles so kennt. Ich finde es beunruhigend, dass auch Muttersprachler manchmal nichts mit den Namen anfangen können. Das ist wohl wahr, Tino. Das ist absolut wahr. Ja. So, meine Erfahrung. Also jetzt könnt ihr auch ein bisschen über eure Erfahrung hier reden. Ich komme nochmal rein, denn da. Bestellversuch, SMW-Seite zusammengebrochen. Versuch Nummer 2. An der Kasse wurde auf einmal die Kreditkarte nicht akzeptiert. Danach war der Warenkorb leer und die Flaschen weg. Verstehe ich, ja. Okay, aber beim dritten Mal hat es geklappt. Bei anderen Anbietern online, wenn es diesen Rush gibt, kann ich das auch so sehen. Ja. So, Axel ist da, schön, Andrea ist da, sehr, sehr gut. Also, schön euch allen hier zu sehen. Sehr gut. Genau, ich hatte noch einen Punkt, was ich hier ansprechen wollte. Und das war jetzt hier tatsächlich jetzt hier meine. Genau. Ich habe damit meine Flaschenteilung gemacht. Also, ich habe die Flaschen aufgerissen, ich habe meine. Tasting Notes gemacht, indem ich ein Video gedreht habe und dann geht sie in der Verteilung. Die sind heiß begehrt, die Flaschen. Und jetzt waren ein paar Leute sogar in meine Flaschenteilung-Gruppe eingestiegen, da bei WhatsApp. Wollten nur die SMS-Flaschen und ich habe zurückgemeldet: Nee, gibt's nicht mehr, ich bestelle nichts mehr. Also mein Experiment, so nenne ich es ganz ehrlich, sponsored bei SMS durch Tom Glass hier, der mir das ermöglicht hat, ist hiermit beendet. Also ich werde keine SMS-Flaschen mehr bestellen. Also ich muss mir das nicht mehr antun. 16 Flaschen ist schon eine ganze Menge, um einfach ein Bild von meinem unabhängigen
einige Abfüller zu machen und davon waren die Longmorn sehr, sehr gut. Longmorn ist sowieso eine Distillerie, die ich mache. Also es entspricht absolut meinem Beuteschema. Ich sag mal so, jede Person, der nichts verändert bei Longmorn, und dann die Flaschen nach hier, also 15 oder 16 Jahren abfüllt, in ein First- oder Second-Fill-Bourbon-Fass, macht nie etwas verkehrt. Ja, also du kannst dieses Whisky hier nicht schlimm machen oder schlecht machen, indem du es einfach ruhen lässt. Aber S&WS jetzt hat eine Menge von unterschiedlichen Fässern, die sie benutzt haben, und gerade eben als Finishings dabei. So, da bin ich ein kleines bisschen hier enttäuscht davon, muss ich sagen, ja. Ich persönlich, ja. Genau, Jason ist raus bei SRWS, das stimmt. Alles ist teurer in der Schweiz, aber die Schweiz ist ja auch reich. Naja, gut, ich habe irgendwas für... Okay, in der Schweiz gibt es auch SRWS, die Preise sind etwas teurer. Ich glaube, das hat eher auch mit der mit der Mehrwertsteuer zusammen. Ich bin da absolut nicht gut. Also, letzte Bestellung, Juni Altona, gut geklappt. Eine der Hype-Flaschen sofort ergattert und nach einer Woche schon geliefert. Es geht doch, sehr, sehr schön. Also, gerade eben der Juni Altona war eine der schlimmsten, die es überhaupt gab. Viele Leute kamen nicht rein, das System ist zusammengebrochen und so weiter. Andreas sagt, hatte ja nette Abfüllungen, aber dafür mit einem nicht unerheblichen Beitrag beigetreten. Okay, gut. So, hatte den letztes Mal scheinbar viel Glück gehabt, konnte den 33er ergattern, sehr gut. Weems macht ja auch diesen Unsinn mit den Namen. Ja, genau, es wird glaube ich, irgendwie am 3., 4., 5. September, der erste Freitag September, mache ich ein Single Cask Blind-Verkostung hier mit Weems, also fünf Stück, weil die teuer sind. Also auch die Namen sind manchmal ein bisschen komisch, aber wenigstens konnte ich bisher bei Weems fast alles aussprechen. So, ich hole mir die eine oder andere Flasche über die Auktion. Jürgen, du hast genau einen Punkt angesprochen, das ist nicht erlaubt. Also jede Person, der seine Flasche über SMWS verkauft, darf aus dem SMWS ausgeschlossen werden. Es ist ein Grund, steht in der Teilnahmebedingung oder Mitgliedschaftsbedingungen, man darf diese Flaschen nicht auf Auktionsplattformen äußern. Und wenn du die kaufst, machst du dich nicht rechtlich schuldig, aber genau eben dieses Hype und diese Sache denn da, wollen sie ganz stark unterbinden. Ich weiß, dass es so ist. Okay, es gibt so viele unabhängige und independent Bottlers, dass man mittlerweile auch nicht mehr auf die S&WS angewiesen, gerade auch neue Abfüller. Das stimmt, da bin ich dabei, einiges zu sehen. Genau, Tino, du musst noch richtig an einem Wochenende dabei sein. Ich finde auch die Namen der S&WS witzig, aber ich sehe nicht ein, einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, wenn es genug sehr gute Standards und unabhängige Abfüllungen gibt. Bin Schwabe. Ja, genau. The Scotch Malt Whisky Society. Society ist Gesellschaft. Und Gesellschaft heißt, man muss auch Mitglied sein. Kann man machen. Also die Grundidee finde ich sehr, sehr gut. Genau. Genau, wo kein Richter ist, ist kein Kläger. Ja? Also sind aber immer viele drin und auch manchmal günstig. Die werden ein bisschen mehr darauf achten, glaube ich. So, darf man denn eine Flasche in die Flaschenteilung geben? Da ich die nicht, ich habe sie zum Einkaufspreis, denn da eine Flaschenteilung geben, da habe ich nichts gelesen darüber. Es geht darum, dass man in Auktionen einen höheren Preis dafür erzielt und damit auch eine gewisse künstliche Nachfrage auch erzielt damit, glaube ich. Ja? So, was ist das? So, genau, sehr, sehr gut. Auch Smoking Drams, hallo, war auch dabei. Sehr schön. Gut, also, genau, immer sehr viele dabei. So, da war noch ein Punkt, was ich noch mit erwähnen wollte. Ja, für einige Menschen, und da bin ich absolut voll dabei, ist S&WS eine coole Sache. Wenn du zum Beispiel in Glasgow in der Nähe wohnst, da gab es ein ganz neues S&WS Raum. Es gibt The Vaults in Edinburgh. Wenn man da ist, in Edinburgh ist, kommt man mit seiner Mitgliedkarte dann da rein. Ich glaube, ich habe immer noch hier, genau, ich habe hier mein Anstecknadel hier noch vom SNWS. Da kommt man dann mit seiner Mitgliedschaft rein. Ich glaube, man kann eine Person mitbringen, mindestens. Und dann kann man auch natürlich dann dort in The Vaults was machen. Ich wohne aber nicht in Schottland. Ich bin nicht in Edinburgh oder Glasgow. Und wenn ich da bin, werde ich sowieso andere Distillerien anschauen. Für mich hat das
so gut wie null und sowieso in der Corona-Zeit Nutzen gehabt. Anderen Leuten haben gesagt, Mensch, in Hamburg, in Köln und in verschiedenen anderen Großstädten gab es sozusagen diese SMS-Tastings. Und auch das waren natürlich Highlights. Wiederum, erstens in der Corona-Zeit waren das mal und zweitens, Köln ist eine Stunde von mir entfernt. Entschuldigung, mit öffentlichem Verkehr ist es 2,5 Stunden von mir entfernt. Also, wie wird man das so machen? Das ist irgendwie für mich wiederum nicht so super. So, Thomas sagt, ich bin dort Mitglied, da SMS einfach grandiose Abfüllung für moderate Preise auf den Markt bringt. Schön, dass du diese Meinung hast. Das ist sehr, sehr gut. Das mit der Fantasienamen gibt es ja mittlerweile überall, seit No-Age-Statements ja vermehrt. Oh, gut, Scotch Universe können wir auch nennen, dass wir das System auch verstehen müssen mit Koordinaten und so weiter. Das Konzept ist sehr interessant, auch die Bars, auch für mich, Kleintrinker. Ich habe mich die letzten Monate so oft über den Shop geärgert, dass ich mich entschieden habe, anderen unabhängige Abfüller stärker zu kaufen. Sehr, sehr gut. Also auch ganz gut. So, hier haben wir einen Satz. Und diesen Satz ist ganz wichtig. So, was ich gemacht habe, als ich nun hier, da habe ich einen Fehler gemacht. Also, ich habe beschlossen, nicht mehr SMWS-Mitglied zu sein oder so meine Mitgliedschaft nicht zu verlängern und ich werde auch nicht mehr da kaufen. Und deshalb habe ich gesagt, was gibt es in Deutschland? Und es gibt tatsächlich das Single Malt Circle von Maggie und Victor, mit dem ich irgendwie zu tun hatte. Da bin ich jetzt da. Der Mitgliedschaft hat mich 25 € gekostet und da habe ich 2 Samples bekommen, einfach für diesen Mitgliedschaftsbetrag vom altes Zeug. Die Flaschen waren jeweils über die 200-Euro-Marke. Und dann kann ich dort einkaufen gehen. Und das werde ich in der Zukunft auch mal probieren und versuchen, hier bei der Single Malt Circle hier in Deutschland zu sein. Die Flaschen, die ich bisher dort gesehen habe, waren nicht billig. Also das waren fast alle die Art Old and Dignified. Und da muss ich mal schauen, was ich denn da einfach mal nehmen möchte, um auch mich da ein bisschen auseinanderzusetzen. Das ist sehr, sehr gut. Und guck mal, I love Maggie. Eine meiner Lieblingsgeschichten mit Maggie ist, es ist schon, okay, wir haben jetzt 2020, muss 2018 gewesen sein. Kommt das hin? Das war Hattingen, 1, 2, 3. Genau, es war 2017, glaube ich sogar, Hattingen. Zum ersten Mal war ich denn da und es gab ein Celebrity Dinner, so ein Gala am Abend davor. Und ich habe mich dazu angemeldet und ich war da, kannte kein Sau. Ein paar Leute haben geschaut und gesagt, guck mal, das ist Jason. Aber wirklich, ich kannte keinen Mensch. Also Sebastian Büsing war der Einzige, den ich kannte. Und er war beschäftigt natürlich als, Organisator mit der Verantwortung von der Veranstaltung der Messe. Und er war auch an Stand und so weiter. Und da gab es einfach mal ein Buffet. Und da stellt man sich ein Buffet an. Und dann gehen wir dahin und ich stelle mich an und eine Frau stellt sich vor mir an und sie dreht sich um und sagt, hallo, ich sage, hallo, ich bin Whiskey Jason, ich sage, ich bin Maggie, ich sage, oh, nett. Und sie sagt, soll ich dich kennen? Ich sage, ich bin YouTuber. Und ich sage, soll ich dich kennen? Ja, ich mache so ein bisschen was mit Whisky. Ich sage, ja, ich auch. Und dann sind wir unsere Wege gegangen. Sie war total nett. Und dann an dem Abend hat sie eine Lebensauszeichnung bekommen, der Maggie, weil sie so viel für die Whisky-Community in Deutschland gemacht hat. Und ich dachte auch, oh, wie peinlich. Aber das war meine Begegnung mit Maggie ganz am Anfang. Das ist schon cool. Also Maggie hat immer besondere Flaschen, nicht billig, aber gut ausgesucht und das für einen geringen Jahresbeitrag. Ich finde auch das Konzept gut mit Herz. Also ich werde meine Erfahrungen damit machen jetzt hier. Nicht alles an der SMWS ist schlecht, will ich auch nicht. Ich habe immer wieder Lob versucht mit einzubauen. Nur leider bieten sehr viele unabhängige Abfüller auch gute Abfüllungen ohne das Geringel an. Das ist auch stimmt. Alt ist nicht alt. Alles, das stimmt, sieht man, was Gutes aus Indien oder aus Taiwan kommt. Auf eine SMWS-Tasting war ich auch schon einmal eingeladen in Stuttgart. Gut, gut, gut. Also das ist auch schön. Und Maggie ist einfach eine sehr großartig sympathische Frau, denke ich auch. Sehr gut, sehr gut. Also, Konzept vom SMWS finde ich gut. Flaschendesign, Bubble macht sich gerne,
Also ich habe gerne hellere Flaschen, aus grüne Flaschen kann man so haben. Mit dem neuen Design, genau, hier hat man den alten Design, wo es einfach darum geht. Also ich habe ein paar Flaschen mit dem alten Design noch, kann man hier sehen. Also alt, neu. Also das ist neu Design. Wer diesen Design gerne hat, gerne. Ich finde es nur schön, dass die den Streifen hier rüber gemacht haben und nicht, dass der Streifen genau über den Zahl geht. Wie ich sagte, bei Dunkellila könnte man den Zahl gar nicht so erkennen. Unten ist immer noch die Zahl da deutlicher zu sehen. Der 15 ist besser als der 10 zu sehen. Also, und der Name bleibt und so. Die Information, auf was da drauf ist. Auch auf der Rückseite, gut, das ist immer wieder hier nur ein bisschen Marketing, bla bla. Ich hätte gerne ein paar mehr Tasting Notes hier auf der Rückseite gehabt. Hier steht zwar ein bisschen was von Freshly Brewed Nettle Tea, followed by Old Fashioned Cod Liver Oil. Wer möchte gerne dieses Lebertran hier trinken? Das ist furchtbar. Also, with a spoonful of water, honey, roasted walnuts and cinnamon spiced Peaches. Wie ich sagte, das ist so widersprüchlich, die Meinungen, die hier drauf sind. Allerdings, das war ein Craig Allachie und bei manchen davon kann ich doch mitgehen. Also, so ist das. Sehr gut. Grüne Flaschen finde ich bei Laphroaig schlimm. Glenfarclas hat oft braunes Glas, genauso schlecht. Das stimmt. Und die Farbcode-Karte habe ich nie bekommen vom SMWS. Bin beleidigt. Also nochmal, Kupower, ich habe das nur bekommen, weil Tom Glass und ich tatsächlich ein Whisky-Tasting online gemacht haben. Er hat mir das zugeschickt, hat mir auch vier Gläser zugeschickt vom SMWS und auch Samplchen davon. Und sogar auch in dem Abend hat mich der beste Whisky des Abends war ein Artbeg für mich. Also die anderen drei haben mich gar nicht überzeugt und der Artbeg war der leckersten von allen. Wer mich kennt, weiß, ich und Artbeg, ja? Also, genau. Wer die Flaschen färben muss, den Whisky nicht färben. Okay. Genau, wer die Flaschen färbt, muss den Whisky nicht färben. Also, SMWS färbt nie. Also, SMWS ist immer non-chilled-filtered, immer ohne Farbstoff, immer Farbstärke. Also, von daher, das ist nicht das Problem bei SMWS. Also, SMWS macht da gute Sachen. Und ich glaube, die Flaschen früher, also, wir reden, ich habe auch die Leute in der Gruppe vom SMWS Appreciation Group gefragt, nennt mir ein paar Flaschen, die gut sind vom SMWS. Und alle Flaschen, die ich hatte, waren 2 Jahre oder älter. Niemand hat mir eine Flasche genannt, der in den letzten 6 Monaten gekauft wurde. Das hat mich ein kleines bisschen auch zu denken gegeben. Ja, ja, ist auch gut, um vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Nomad, if you say so, wenn du das sagst. Okay. Auch Buhne manchmal hier, auch nicht ideal. Ladi mit den farbigen Flaschen, das stimmt. Ladi, ich kann manchmal mich ärgern, ja. Oh, wusste ich nicht, war ein Scherz. Alles okay. Genau, so ist das. Bekommt man auch nicht standardmäßig. Ich habe meine auch vom Tom Glass. Guck mal, Tino. Also du weißt, wen du anfragen solltest, wegen jetzt hier das. Oder andersrum, Tino, du kennst mich, ja. Also schick mir was rüber über WhatsApp und sag, ich will das haben. Sag mal, Jason, leg das in meinen nächsten Maxi-Brief rein. Kriegst du von mir. Ich brauche das nicht. Ich bin nicht mehr bei SMS. Kannst du haben, ja? Also meine kriegst du. Problem gelöst, okay? So, Kupoe sagt hier, ich glaube, SMS will nicht, dass die Kunden durch Farbe oder Brennerei ihre Flaschen aussuchen. Möglich. Genau eben das ist es. Weder Brennerei, vielleicht sogar auch nicht nach Farbe und so weiter. Aber sobald man eine Nummer vom Artback sieht oder irgendwie eine Nummer jetzt hier von irgendjemand anders, dann wird schon danach gekauft, ja. Super, okay. Es geht bei den Flaschen um Neutralisierung, dass man nicht nach Farbe kauft. Danke, Dirk. Sehr, sehr gut. Ein Nachteil bei SMWS, die haben sehr selten Bourbon. Und die Bourbons, die die bisher hatten, waren sowas von jung, dass ich das nicht unbedingt empfehlen kann. Okay, genau. Scotch Single Malt Circle ist der offizielle Name, glaube ich auch, denn davon. So, auch das ist, wenn man hingeht zu Scotch Single Malt Circle, das kann ich auch, The Whiskey Circle, auch einmal machen hier. So,
Genau, scotchsingle.de ist deren Webpage. Also, ich muss schon SMWS ein bisschen loben. Deren Seite ist wenigstens, ich sag mal, halbwegs nutzerfreundlich. So, wir teilen einfach mal. So, the Scotch Single Malt Circle. Da sind wir jetzt. Ja. Das ist meine neue Experiment. Und wenn man einschaut, das sieht man einfach, man ist irgendwo in 1995 so ein bisschen stecken geblieben. Man muss im Mitgliederbereich da reingehen. Und dann muss man tatsächlich. Gut, wo kann man sich überhaupt eintragen jetzt hier? Genau. Wo ist das hier? So, und da hat man eine Preisliste, die man anschauen kann. Da muss man sich hier eintragen jetzt hier. Das könnte ich machen, aber werde ich jetzt hier nicht. Ach komm. Das sollte Sternchen geben jetzt hier. Ja. So, habe ich mich irgendwie hier. Jason und meine Passwörter. Okay, gut. Irgendwie mein Passwort will nicht, wie ich das will. Gut, gut, gut. So, stopp. Ah, okay, gut, gut, gut. Benutzername muss man eingeben, nicht E-Mail-Adresse. Dämliche Jason hier. So, ich glaube, ich komme jetzt hier rein, wenn ich lesen kann. Das hat nichts mit denen zu tun, das mit mir zu tun. Genau, und hier hat man die Preisliste. Also man sieht einfach ein Blended Grain, 186 Euro. Hier ein Glenlivet, also 234 Euro. Ein Coile, das ist 10 Jahre alt, ist 82 Euro. So, die Kraftenge, auch dann 11 Jahre, 74 Euro. Diensten, 25 Jahre alt. Lächelt mich immer wieder hier an. Also von 198 Euro nochmal. Hier hat man ein paar Sachen. Ein paar sind billig, ein paar sind ein bisschen älter. Auch normale Abfüllungen, sage ich mal, haben sie auch dabei. Muss ich mich damit auseinandersetzen und schauen hier. Gut, also. Genau, ja, Homepage-Baukasten. Jawohl, jawohl. Genau, die Webseite ist etwas clunky, das stimmt. Stefan sagt auch Hallo. Super. So, meine letzte Frage an euch. Was ist eure Erfahrung mit der SMWS? Was für gute Erfahrungen habt ihr hier gemacht? Wie ich schon sagte, die Leute sind oberfreundlich. Wenn du einen Stand hast vom SMWS, geh mal hin, probier mal ein paar Sachen durch. Einiges davon ist lecker. Ich glaube, gerade Longmorn, absolut lecker, lecker, lecker. Ach, gefällt mir. Outturn-System ist ein Problem, weil halt eben das ein Single Fass, ein Einzelfass ist, Single Cask. Wenn das hier drauf steht, zum Beispiel ja, 172 Flaschen. Wenn die 172 Flaschen weg sind, sind die weg. Die können nicht neue herzaubern. Man muss vielleicht 2 Wochen oder einen ganzen Monat warten, bis nochmal was kommt. Und das ist ein bisschen einfach mal unser Problem mit Single-Fass-Abfüllungen. Am liebsten hätte ich das manchmal, das finde ich, manche Leute finden es doof, manche finden es gut. SMWS macht das, SMWS. Gordon MacPhail macht das manchmal, aber mehr als Signatory Vintage. Als Signatory, dass sie 2 Fässern zusammenlegen. Und dann hast du plötzlich 500 Flaschen. Dann hast du plötzlich ein paar mehr, die einfach so sind. Genau, Maggie hatte früher auch mehr für Mitgliedschaft verlangt, keine Ahnung, okay, sehr gut. Habe bisher nur über Freunde oder auf Messen Sachen probiert, lecker. Aber der Mitgliedsbeitrag hat mich abgeschreckt. Also, so, Mitgliedschaft, join now. So, ich bin hier nochmal. So, ich gehe nochmal zurück hier, mach mal hier aus. Ich gehe mal hier zu unserer SMWS. So, also 65 Euro kostet das, dabei zu sein. Also man kriegt eine Membership-Karte und man kriegt diese kleine Lapel-Anstecknadel. Man kriegt Whiskys, die nur die Mitglieder haben können. Man hat diese Erfahrung bei den Outturns. Naja, man hat bunte, also ihr Haare sind auch bunt, Mitgliederveranstaltungen. Naja, man kostenlose Lieferung. Also wenn du mehr als 99 Pfund zahlst.
So, dann ist das gut. Was wichtig ist, ist Members Rooms. Die sind jetzt in Edinburgh, Glasgow und London. Aber da habe ich keine Möglichkeiten. Es gibt die Partner Bars. Also auch da sind die viel, viel weit weg sind für mich. Unfiltered Membership Magazine. Naja, ich kriege das digital. Ich habe nur einmal wirklich was da gehabt. Hier steht, man entdeckt Dinge auch weiter als nur Single Malt. Interessant. Man hat Experten-Advice, ist Beratung, und man hat einen Whisky-Connoisseur, Connoisseur. Also, naja, habe ich nichts davon gehabt. The Society comes to you. Naja, also die Ambassadors, die Botschafter sind unterwegs. Gut, man kann verschiedene Sachen hier, und da hat man die verschiedenen Farben hier hinten. Und es gibt auch Samples Pack. Die sind manchmal echt arg teuer, finde ich, für das, was man kriegt. So, also, ich war noch nie auf einer Whisky-Messe, Andrea. Wow, das werde ich hoffentlich dieses Jahr irgendwann noch ändern können. Oder spätestens nächstes Jahr. Also, Scotch Lord sagt hier, S&W ist für meinen Einstieg in die Welt der Single Cask. Finde das meiste noch wie vor gut. Aber die Sache mit den Müttern und Töchtern, genau, es gibt viele schöne Töchter da draußen. Also, Andreas, dürfte ein paar probieren, sehr interessante Abfüllungen, nicht zu leugnen, aber bei dem Jahresbetrag, da gibt es viele Unabhängige, die es auch so wert sind zu probieren. Jawohl. Letzte Sache hier. Gut. So. Ich hoffe, Andrea, du kommst bald auf eine Messe. Ich hoffe, wir kommen alle bald auf eine Messe. So, das war ungefähr alles, was ich erzählen wollte vom SNWS. Ich wollte ein bisschen begründen, warum ich viele Videos dazu gemacht habe, und jetzt sind sie auch alle durch. Vor 2 Wochen kam der letzte. Ich glaube, das war der Nachfolger der 232, war das, den ich hier als Video rausgebracht habe. Ich habe sie häufig zwei oder sogar drei manchmal an einem Tag rausgebracht. Auch für mich als YouTuber, jemand hat dann mir vorgeworfen, Jason, also in der SMWS-Gruppe, Jason, du machst nur diese Videos über das, um viele, viele Zuschauer zu bekommen. Und ganz ehrlich, die waren schlechter angeschaut als sogar mein Irish Whiskey. Das waren die schlechtesten angeschauten Videos, die ich überhaupt denn veröffentlicht habe in den letzten Jahren, an die Sachen vom SNWS. Es gab ein paar Exoten vom Irland oder sogar von Deutschland, die noch schlechter waren. Aber mein Bourbons machen viel, viel mehr Zuschauern, und sowieso Scotch und Irish im Durchschnitt auch. Also Leute haben gar nicht danach geschaut. Ja? Also, und ihr, meine Zuschauer, haben entweder die Samples von mir schon bekommen, oder ihr habt nur aus Liebe zu mir diese Videos angeschaut und nicht Liebe zu S&WS. So, ihr seid dabei. So, Scotch Lloyd sagte, ich hoffe, der Bottle Market findet im November statt. Werden wir so sehen. Wir haben jetzt wiederum unser Kernobstbanane als Begriff. Das ist sehr, sehr gut. Auf jeden Fall wird der Whisky Herbst, habe ich gelesen, am stattfinden können, weil es draußen ist. 600 Tickets am Tag dürfen so sein. So, für eine Flasche den Preis plus 8 D-Mark Porto plus 10 D-Mark Verpackung. Oh, damals. Okay, sehr, sehr interessant. Also, Christian, das war schon ein bisschen länger her. Super, also auch Dirk sagt hier guten Abend, und ich werde langsam jetzt hier aber sicher lernen. Also, mein Resümee vom SNWS war einfach eine Erfahrung. Ich habe diese Nostalgie von damals, wie SNWS vielleicht großartiger war, nicht erleben können. Ich war sehr oft enttäuscht. Ich habe mich immer wieder mal über die Abfüllung geärgert, wie viel ich dafür bezahlt habe und das, was ich in Glas angeboten bekommen habe. Allerdings, ich habe die Old and Dignified ganz bewusst weggelassen. Erstens, ich kam meistens nicht an die Flaschen dran. Zweitens, ich finde sie arg teuer. Sehr gut. So ist das. Also, ihr habt da einfach mal jetzt hier einen Überblick bekommen, was in meinem Leben bei Whisky war. Kümmere mich denn darum, das Bild für die Kernobstbanane. Es ist sehr gut. So, Blind Whisky. Für mich ist persönlich S&WS uninteressant. Ich denke, die meisten Zuschauer wollen kaufbare Whisky sehen, wie ich auch. Das stimmt. Also, das ist auch tatsächlich ein Problem. Wenn ich die Flasche gekauft habe und drehe mein Video dazu, und die gefällt mir, kann ich sie meistens nicht mal nachkaufen. Die ist schon weg.
die 172 Flaschen und ihr werdet sowieso die nicht kaufen können. Also zwischen meinem Whisky-Video, die ich drehe und die ich veröffentliche, sind manchmal Wochen dazwischen, wenn nicht nur Tage. Und da ist einfach mal die Möglichkeit meistens nicht gegeben, so eine tolle Flasche nachzukaufen. Und das ist echt schon ein ganz großes Problem. Super, also es gibt einfach, und jetzt bin ich bei Dirk, zu viel guten Whisky. Warum soll ich dann noch einen Club beitreten und hoffen, die gewünschte Flaschen zu ergattern? Bei den Mitgliedern ist es dennoch jedes Mal ein Glücksfall. Und was sie jetzt haben bei S&West, und das ist, was Bubbler auch gezeigt hat gestern Abend, ist, man kommt in man kriegt eine Lose, also ein Verlosungsverfahren. Da sind vielleicht 1000 Leute, die versuchen, eine Flasche zu bekommen. Da gibt es nur 177 davon und dann die 170 werden verlost. Und dann darfst du diese Flasche danach kaufen. Besser, ich finde das System wesentlich besser als der zuerst draufklickt. Also ganz ehrlich, ich würde lieber das machen. Ich habe bei der Redbreast jetzt hier der 27 Jahre alte Dreamcast mitgemacht. Ich habe dann nicht gewonnen. Ein Freund von mir, ein Kumpel, ein Bekannter von mir hat gewonnen. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert und auch ein bisschen für ihn gefreut. So ist das. So, das ist ja auch das Privileg der SMWs. Die Leute kaufen ja die exklusivste Exklusivität mit, auch wenn sie selber nur eine bekommen und mehr wollen. Ja, das stimmt, das stimmt. Vielleicht ist das auch so gesehen, ja. ihr mit eurer Kernobstbanane. Super, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Morgen Abend ist auch noch Stream, das stimmt, das stimmt. Also hier habe ich Chris von The Pot Still und ich darf 4 rauchigen Whiskys trinken. Ich habe nicht gewusst, dass die alle 4 rauchig sind. Losverfahren, genauso nervig wie First Come, Free Serve. Und das ist doch blöd, oder? So ist das manchmal. Also, genau, hier, gib mal ein Like, das stimmt. Tschüss, bis morgen, auch das ist stimmt. Also, ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben, alle, die die Wiederholung angeschaut haben. Es sollte kein Rant und Rave sein. Ich will nicht nur meckern, ich wollte begründen, warum, weshalb ich nicht mein Experiment mit SMWS hier weiterfahre. Welche Ärger ich da hatte, welche Enttäuschung ich da hatte, aber was ich auch gut zum Teil auch finde. Okay, danke, gute Nacht, eine tolle Abschluss hier vom Axel. Bis dahin, tschüss.